So, wir schauen uns ein Beispiel an zu den Sammelbewertungsverfahren. Und zwar die Kostenrechnungsabteilung der GEFA GmbH ermittelt den Rohstoffverbrauch intern mithilfe von Sammelbewertungsverfahren. Und zwar haben wir dann gegeben folgende Daten. Wir haben einen Anfangsbestand von 150 Stück der Rohstoffe, die zu Anschaffungskosten von 20 Euro pro Stück in den Büchern stehen. Dann ist als erstes dazugekommen, also der Zugang 1, eine Lieferung von 150 Stück zu Kosten von 19 Euro. Dann der zweite Zugang war eine Lieferung von 100 Stück zu einem Preis von 25 Euro jeweils, also pro Stück. Und der dritte Zugang waren 50 Stück zu einem Preis von 23 Euro pro Stück. Dann haben wir noch einen Schlussbestand von 250 Stück der Rohstoffe. Und insgesamt ergibt sich dann eben, wenn wir hier oben alles zusammenzählen und die 250 Stück Schlussbestand abziehen, haben wir dann eben insgesamt einen Verbrauch von 200 Stück. Und die Aufgabe lautet eben, zeigen Sie den wertmäßigen Verbrauch nach den Verfahren LIFO, FIFO, HIFO und LOFO. Falls Sie nicht mehr erinnern, was das ist, einfach nochmal jetzt das Skript wiederholen. Aber ich erkläre es hier auch nochmal ganz kurz. So, fangen wir an mit dem ersten. LIFO ist Last In, First Out. Und zwar wird hier unterstellt, dass zuerst das neue Material verbraucht wird. Also wird quasi so rum verbraucht. Das neueste Material ist also das hier. Der letzte Kauf, das wird zuerst verkauft, das wird zuerst verbraucht. dann das zweitneueste und dann das letztneueste, wenn es noch gebraucht wird. So, der Verbrauch umfasst 200 Stück und deswegen unterstellen wir, dass von Zugang 1 nur 50 Stück verbraucht werden, weil wenn wir hier erst die 50 Stück verbrauchen und dann hier noch 100, dann haben wir 150 verbraucht und wir wissen ja, dass insgesamt der Verbrauch 200 betragen muss, also brauchen wir, um auf den Verbrauch zu kommen, nur noch 50 hier von dem ersten Zugang. So, wenn wir das eben unterstellen, ergibt sich folgende Rechnung. Der Last-In-First-Out-Verbrauch hier wäre eben die 50 Stück hier zu Kosten von 23 Euro, das ist das hier. Dann die 100 Stück des zweiten Zugangs zu Kosten von 25 Euro, das wäre das hier. Und dann eben 50 Stück nur noch von dem ersten Zugang zu Kosten von 19 Euro, macht insgesamt einen Verbrauch von 4.600 Euro nach dem Last-In-First-Out-Verfahren. Dann, das zweite wäre dann FIFO, das ist First In, First Out. Hierbei wird unterstellt, dass zuerst das alte Material verbraucht wird, also quasi in so einer Reihenfolge. Das älteste Material ist der Anfangsbestand, also so. Das zweitälteste Material ist dann der erste Zugang und so weiter und so weiter. So, wir wissen, insgesamt müssen wir auf einen Verbrauch von 200 Stück kommen. Das heißt, wiederum wird vom ersten Zugang nur 50 Stück verbraucht. Und damit ergibt sich folgende Rechnung für den Verbrauch. 150 Stück des Anfangsbestands werden verbraucht. Das ist das hier. Bewertet mit 20 Euro. Und dann eben 50 Stück hier von dem ersten Zugang, bewertet zu Kosten von 19 Euro, macht insgesamt einen Verbrauch von 3.950 Euro nach dem FIFO-Verfahren. Das dritte, was wir uns anschauen, ist eben Highest In, First Out, also HIFO. HIFO unterstellt, dass zuerst das teuerste Material verbraucht wird. Das teuerste Material resultiert aus dem zweiten Kauf. Da gucken wir nach den Anschaffungskosten. Also ist das hier die 1. Das zweitteuerste Material ist hier der dritte Kauf. Und das drittteuerste Material ist der Anfangsbestand. Und das hier wäre das viertteuerste, aber wir müssen ja nur auf den Verbrauch von 200 kommen. Dann schauen wir mal, haben wir hier 100, dann 150 und brauchen wir wiederum nur 50, um auf 200 zu kommen, also vom Anfangsbestand brauchen wir dann nur noch 50. Und wenn wir das dann durchrechnen, haben wir also zuerst die 100 Stück hiervon, weil das das teuerste ist, zu 25 Euro, dann 50 Stück hiervon zu 23 Euro, das ist das zweiteuerste und dann eben 50 Stück vom Anfangsbestand, das ist das drittteuerste, bewertet mit 20 Euro, macht insgesamt einen HIFO-Verbrauch von 4.650 Euro. Bleibt noch
das Gegenteil davon übrig, das LOFO, also Lowest In, First Out. Hier wird unterstellt, dass zuerst das billigste Material verbraucht wird. Und das billigste hier ist eben Zugang 1 zu 19 Euro. Das zweitbilligste ist der Anfangsbestand. Und mehr brauchen wir schon gar nicht, um auf den Gesamtverbrauch zu kommen. Nämlich braucht man dann vom Anfangsbestand wiederum nur noch 50, um auf insgesamt 200 zu kommen. Die Rechnung lautet dann eben so nach LOFO. 150 Stück von dem billigsten Zugang, bewertet mit 19 Euro, 50 Stück vom zweitbilligsten Zugang, das ist der Anfangsbestand, bewertet mit 20 Euro, macht insgesamt einen LOFO-Verbrauch in Höhe von 3.850 Euro. Und das ist eben, das sind die vier verschiedenen Methoden, die wir hier zur Verfügung haben als Sammelbewertungsverfahren.